Da gab es ja nur noch freie Flächen bei der Hütte, da war ja nichts mehr. Da stand ja nur die eine Hütte, die kleine Hütte noch und alles andere war weg. ...1945. Deutschland liegt in Schutt und Asche und mit dem Wald sieht es stellenweise auch katastrophal aus. Übernutzung des Waldes während des Krieges, hoher Brennholzbedarf nach dem Krieg, die Belieferung der Zechen im Ruhrgebiet mit Grubenholz und die sogenannten Reparationshiebe für die britische Besatzung hatten sich katastrophal auf den Zustand des Waldes ausgewirkt. Tausende von Kulturfrauen sorgten dafür, dass die devastierten Waldflächen in kurzer Zeit wieder aufgeforstet wurden. Die Kulturfrauen waren die Trümmerfrauen des Waldes. Ohne die Kulturfrauen gäbe es wahrscheinlich den Wald, so wie wir ihn heute sehen, nicht. Diese enorme Leistung wollten die Landesforst mit einer Pflanzaktion und anschließender Ehrung würdigen. So waren dann auch fast 40 Frauen einem Aufruf gefolgt und hatten sich im Wald der Försterei Resse versammelt. Landesforstenpräsident Klaus Merker war begeistert und hob die Bedeutung dieses Anlasses hervor. Ich war vorgestern extra nochmal für Sie beim Friseur. Das Organisatorische macht und dann sehen wir uns. Für die Moderation konnte die allseits beliebte Heike Götz gewonnen werden. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Merker. Ich finde das ganz, ganz toll. Erstens die Arbeit, die Sie damals gemacht haben und zweitens, dass daran nach so vielen Jahren noch einmal erinnert wird. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht, hier vorne sind so Geräte, die habe ich eben schon mal begutachtet und dachte, wie haben Sie damit bloß Bäume gepflanzt? Wer von Ihnen kann uns das mal erklären, uns Jüngeren? Wir hatten wohl ein kurzes, aber das nahm man nur in die Hand, nicht so groß. Dieser Keil, der war richtig mit einem großen Stiel und das haben die Männer gelöckert, vorgelöckert. Gar nicht, das muss eine Hacke sein, da wurde ein Unkraut mit weggehackt. Da wurden die Bäumchen freigehackt, nicht damit die atmen konnten. Das, bei uns war das anders hier, ein bisschen breiter und ein bisschen länger. Das musste ja auch in die Erde rein, nicht? Und dann kam die Pflanze rein und dann haben wir festgetreten. So ähnlich wie das da, aber eben bloß längeren Stiel. Sie sind heute auch alle fast in Hosen, aber das war damals einfach üblich, ne? Das war die Zeit damals, da gab es für die Frauen keine Hosen. Die Männer hatten die Hosen an, aber nicht die Frauen. Aber Sie hatten hier im Wald die Hosen an, als Sie die Bäume gepflanzt haben, ne? Gemeinsam mit einer Schulklasse aus Neustadt pflanzten die älteren Damen junge Roteichen und Buchen. Mit der Pflanzung einer Eiche und einem zünftigen Volkslied endete der Einsatz im Wald. Im Saal erinnerte man sich an die Zeit vor 70 Jahren. Historisches Wochenschaumaterial trug dazu bei. Wer erinnert sich noch, wie viel gab es so in den ersten Jahren? Wie viel Stundenlohn oder so? 47 Pfennig. Mit 47 Pfennig bin ich angefangen. Das ist die ganze Arbeit. Ja, ich bin um 5 Uhr weggegangen morgens und war halb sechs wieder zu Hause. Immer zu Fuß. Das ist ja für uns heute unvorstellbar. Und ist die Arbeit in den Wäldern. Hier der Gewachsbuch in die Wälder gebracht. Und als sie weg aus, wurden vor dem Kriege alljährlich weit über eine Milliarde Forstpflanzen in alle Welt versandt. Auf Holz geschlagen. Zum Abschied erhielten alle als Dank für ihren außerordentlichen Einsatz eine extra für diesen Tag geprägte Münze nach dem Vorbild des 50-Pfennig-Stücks und einen Bildband. Danke.